Servus und hallo und willkommen zurück zu Turm und einer World Wordlink. Eine andere Welt habe ich noch nicht mal. Ich frage mich, weil ich das machen soll. Das wird auch wieder dauern. Na gut, ja, wie immer bin ich wieder nicht alleine. Oder bin ich alleine? Hör ich Stimmen? Bist du nicht, ich bin da. Verdammt. Okay. Ja, der Wolf ist back. Ich glaube zum dritten Mal. Alle guten Dinge sind drei. Stimmt. Ja, das letzte Mal. Genau. Sind wir etwas durch Johto gefetzt, haben noch einen Meisterball bekommen, haben in Mount Silver Troy alias Steven kaputt gemacht, wo sich Mima bravourös geopfert hat gegen Sariel. Aber ich mag Sariel nicht mehr. Sariel ist ein Arsch, aber sie hält nichts aus. Ich habe meine Komachi gefangen. Booby Lady, dann eine Mini, Mani, Marissa, das Witzige ist, sie ist sassy, also ein voller Sack. Ja, Sahnetorte muss es leider, weil der Box bleibt wegen VM-Opfer, weil scheiß Kaskade. Mhm. Und eine Last Word Remo. Wer das gesehen hat mit Last Word Remo, der weiß, wie es war. Oh Gott, das war... So schlimm, das habe ich nämlich gerade nicht gesehen, so schlimm. Ja, das darfst du nicht vergessen zu gucken. Ey, du hast dich gar nicht vorgestellt. Ja, wie unhöflich. Was? Du hast dich gar nicht vorgestellt. Auch ich bin Wolf, immer noch. Ja, passt. Bisschen vorstellen muss auch sein. Naja, das ist ja das Adventureland. Ja, das ist voll lustig da. Adventure Channel. Wenn das jetzt kommt. Die darfst du nicht. Die darfst du nicht höher als 99 bringen, ne? Was darf ich nicht bringen? Die darfst du nie höher als 99 bringen. Oh, stimmt, da war ja was. Ja, aber sie verdient ja nach der Zeit Erfahrungspunkte, da kann ich nichts für. Ja, dann bist du halt schlecht, weil sie darf nicht höher als 99 sein, das ist Tscherno. Gott, und der Schutz, nein, ich will jetzt eigentlich keinen Schutz verschwenden. Und Matze ist vorne, weil, ja. Weil erstens Matze und zweitens schnell. Ich habe mein Team ja total random eigentlich aufgebaut, ne? Aber trotzdem haben die sich voll geil gegenseitig supportet. Ja, ich habe auch irgendwelche genommen. Du, es ist kein einziger Lieblingscharakter von mir dabei. Schau selbst. Kein einziger. Bei mir schon. Bei mir sogar zwei. Naja, Uzo ist Stammgast, aber... Stammgast. Ja. Weil sie halt so derbe angreifen kann. Und ich brauche halt einen Sweeper. Ohne Armeling. Die kommt seltener vor. Ja, kannst du ja fangen. Nee. Ich finde, Armeling hat voll das geile Outfit. Ja, und das geile Haar. Ja, Haare gehen jetzt. Okay. Und jetzt, was machen wir jetzt? Ja, Liga. Also zuerst die Siegerstraße. Ich weiß nicht, wie lang die da ist. Kanto Victory Road. Ich könnte jetzt die klitzekleine Spinne singen, weil bei mir ist gerade einer in der Decke. Das ist bei mir auch manchmal so. Kette kleine Spinne. Ich finde es aber schon interessant, wie akrobatisch sie... wie konnte der mich sehen? Das ist manchmal wirklich sehr verwirrend in dem Teil. Die sind einfach aus dem Bildschirm, sehe ich trotzdem. 38? Okay. Weg mit dir. Du bist ja, glaube ich, ein bisschen zu spät. Ist mir schon recht. Kann ich mir vorstellen. Sind wir schneller genau durch? Ich auf dem Level. Nee, warte, ich war ja auch ein bisschen zu overpowered. Ey, Yoyoko. Ja, Mima. Mach das. Mama, Mima. Das Interessante ist, die habe ich in einem Premierball gefahren. So.
Was ist sowas Besonderes? Wie immer, sicher. Warum nicht? Ich konnte mir nie merken, was E-Yuriko für ein Typ ist. Ja, Geist? Ich konnte mir das nie merken. Ich dachte immer nur Pflanze. Das ist sie, glaube ich, in einer A-Form. Geistpflanze. Ja, ich konnte mir das nie merken. Ja, es gibt wirklich so Bonikas, auch Pokémon, wo man sich den Typ nie richtig merken kann. Quartel. Man denkt immer, es ist doch Stahl, weil es nur Feuer. Oder wo Feuerboden. Ja, denkt man immer bei Quartel. Was kam jetzt? Ah ja, Nasrin. Ah, da habe ich jetzt keine Alternative. Bleib ich bei Mima. Einfach eine Kampfattacke. Oder Geist, weil keine Wirkung. Nee. Ja, genau. Oh, danke, danke, danke. Oh, scheiße, das ist schlecht. Mist, jetzt muss ich... Ja. Oh, das war fies. Mhm. Alina Claire. Das ist ja... Alina ist ja eine Erin, ne? Ist ja Wassergift. Oh, das ist böse. Die habe ich gerade mit Matsch angegriffen. Das ist... Leider sehr effektiv. Ha, ja. Anker failed. Bäh. Oh. Ich sehe die ganzen Tuhus und denke mir nur mein Teil. Was für ein Teil? Ja, fürs Late Game. Ha. Denk mir dann nur mein Teil. Das ist so nervig. Ich finde es ja interessant, wie eine Erin eine Nasrin ankotzt. Yeah. Naja, ich finde den Trainers die Trainer Vormusik ziemlich komisch. Die klingt wie von einer kleinen Schwimmerin oder so. So Planscher. Weißt du, welche Trainer ich immer abgefeiert habe? Welche? Die weiblichen Ass-Trainer in der 5. Gen, was glaube ich. Puh. Die sahen voll gut aus. Ah, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Die sahen voll cool aus. Private Square, tat mir gar nichts. Möchtest du eigentlich jetzt mal mein Team wissen, was ich hatte? Ah ja, was hattest du? Also ich hatte eine Sanae. Ja, das war klar. Eine Miku. Ah ja, Miss Overpowered. Miss Travolta. Ey! Ey, apropos, die kommt gerade. Hallo Miku! Verräterin. Moment, ja, dann auf jeden Fall, meine IQ konnte Waterfall. Ah ja. Zum Glück kann meine Waterpop Outrage. Ja. Zum Glück. Jupp. Auf jeden Fall, dann habe ich noch... Oh, hat nicht gereicht. Hm. Ja, weiß nicht, ich habe keinen Step bekommen. Trotzdem, Outrage ist eigentlich schon sehr stark. Ja, aber IQ hat eine gute Spezialverteidigung. Na jedenfalls, ja. was war ja jetzt noch? Dann noch eine Kuakuma. Aha. Eine Moku. Mhm. Eine Momiji. Aha. Und dann noch eine Sakuya. Nette Kombination an sich. Mhm. Obwohl Sakuya ist so ein... Sakuya ist einfach nur fürs Eisen und alles da, weil viel Angriff hat sie nicht. Ja, Private Square. Sie kann schon reinhauen. Das muss man schon zugeben, aber die ist schon stark halt. Ah, wohl gerade gekitzelt. Abfackeln oder spülen? Wegspülen. Ja. Wo kitzelt man am besten eine Uzu? An den Flügeln. Ja. Stimmt sogar. Moment, ich muss da kurz schauen, weil... weg. So. Ich nerv dieses Skype-Dingsbums da. Ja, ich habe meine Taskleiste ausgeblendet. Damit es sich nicht nervt, wenn ich irgendwie beschäftigt bin oder so. Yuki hat irgendwie voll den coolen Sprite. Ja. Weibliche Ace! Was hältst du eigentlich von männlichen Bonika? Ich finde, das geht gar nicht. Nee, eigentlich, naja. Also wie wenn's zum Beispiel Männer sind, dann gibt's... Komachi. Oh Gott! Ich meine, okay, ein weiblicher Genosuke wäre das jetzt so schlimm. ich meine. Ah.
Ja. Kof Kido. Ah. Ja, aber was hältst du davon? Geschmolzen. Ich weiß nicht. Ich meine, ich persönlich hab's ja immer so gemacht. Wenn ich ein Legi vor mir hatte und es männlich war, habe ich neu gestartet. Ah, ja. Huch. Wow. Bearwall. Ich hab grad einen Stampen. Oh, schade. Das sieht voll lustig aus. Ah, jetzt kam die Bearwall. Interessant, interessant. Ich finde diesen Trainer-Typ, ich weiß nicht, was ich von dem halten soll. Huch! Weil du bist besser! Wow. Ich flieg weg. Tschüss! Nur Battle! Oh komm! Ich bin grad noch immer bei Nur. Ah, Thunderwave. Moment! Ja, Kater. Ha! Mist. Da frisst das. Ich finde, Gift ist so ein Typ. Ich wusste früher nie, was darauf sehr effektiv ist, weil mir einfach nichts eingefallen ist. Psycho und Boden. Ja, ich weiß. Ich weiß, aber früher, wo ich noch jünger war und so, ne, wo ich mir das noch nicht ganz gemerkt habe. Tokiko. Ich meine, bei den meisten ist ja nicht logisch, was sehr effektiv ist. Feuer, Wasser, Wasser und so weiter, ne? Ja, da gibt's Sinn. Ja, aber... Gift. Da ist wirklich Erde noch am logischsten. Ja. Und umgekehrt hat Gift nur eine Stärke gegen Pflanze. Okay, in Generation 6 ist dann auch Fee. Granbol, die hübscheste Fee der Welt. Oh Gott. Das ist so. Ich beschwöre eine Fee. Aber komm, Granbol. Ich stell dir das nur mal vor. Du möchtest so eine wunderhübsche Fee beschwören auf einmal so ein Grambul vor dir. Ich glaube, du wirst erstmal in Ohnmacht fallen. Verstehe ich, warum das mache, süß finden sollen. Nee, es wurde gemacht, weil es ja in der zweiten Gen hieß, dass im Snubbull manchmal für eine Fee gehalten wurde. Ja, ich glaub, deswegen wird auch Grambul für eine Fee gemacht. So. Mima gegen Remo. Mima vor. Huch! Ja, Remo kann springen. Nee, ich kann springen. Remo ist ja Flug, ne? Flying Miko! Oh, du Arsch! Du wagst. Oh komm! Jetzt wird sie. Machst du nicht einfach eine Elektroattacke? Ich hab kein Elektrovieh. Aber ich habe einen Boost. Oh. Und ein Eis. Oh, jetzt wird sie fies. Das kann Sanae. Ah, ja, leider ist sie nicht da. Wieso hast du Sanae eigentlich kein Surfer beigebracht? Ich habe Sanae Surfer beigebracht. Ach stimmt, du brauchst ja für Kaskade. Die super cool. Ja. Oh komm. Ich finde Kaskade das Unnötigste sogar, weil ich meine, wieso hochsurfen, wenn man einfach hochfliegen kann? Ja, vielleicht kannst du so nicht fliegen, ja. So was darfst du dich hinterfragen. Von der Logik her. Es ist doch aber so. Ich meine, jeder Tu-Charakter kann fliegen, oder? Eigentlich, ja, von dieser Logik her kann jeder fliegen. Ja, also. Moment, ich heil schnell, Fräulein Mima. Mima hat nicht mal einen Nachnamen. Ja. Weißt du, was voll lustig? Du weißt nicht, was ich gemacht habe, als ich gefarmt habe. Oh shit. Ich habe keinen Blackwind mehr. Jetzt kann ich sie nicht mal angreifen. Moment, nein, das lasse ich nicht. Das lasse ich mir nicht gefallen. Moment. Doch, du kannst. Was kann deine Mima? Hast du nur einen offensiven Move? Nee, aber die anderen haben keine Wirkung. Schau doch mal. Ah, stimmt. Anderes ja. Du brauchst mehr andere Attacken. Oder? Naja, Occult Dance wäre quasi die eine starke Geistattacke, Shadow Ball Standardgeist, Destiny Bond im Notfällen und Blackwind für Unlicht. Ja, trotzdem, ich würde dann eher noch eine der Geistattacken noch verkommen und dafür irgendwas anderes noch hinklappen. Was? Dreimal schon. Ach ja.
Man möchte wissen, was ich noch gemacht habe in meinem Spielstand. Ich war total hobbylos. Moment. Ich hab... Ja? Ich hab mir so viel Geld gefarmt, ne? Ich hatte zweimal 99 Stacks Top-Genesung. Das ist eine Menge. Ich bin nicht mehr out of Top-Genesung gegangen. Die war standardmäßig da. Meine Standardeinkäufe sind bei den höheren Sachen, also Pokémon-Liga und so, Top-Genesung und Beleber aus. Huch! Meine sind... Ja, eine Unico. Cool. Und Matsu ist paralysiert. Meine Standardsachen sind 30 Beleber, 30 Top-Genesung und 30 Hyperheiler. Naja. Von allem 30. Das hat meistens immer gereicht in normalen Pokémon-Spielen. Ja, dann ist man wenigstens so ziemlich gut vorbereitet. Der Flusstor ist schon fast zu schade. Habe ich eine Cherry Berry? Ja, sogar 6. Sehr schön. Und irgendwer ist kurz vorm Krepieren. Alina, oha. Hast du keine Pokébälle? Doch, wieso? Ich habe da gar keine gesehen. Also normale Pokébälle halt. Oh, da habe ich keine. Ich weiß, auf was du hinaus willst. Nee, ja, ja. Ich hasse dieses Viech. Ah ja, das ist ein Insider, Leute. Ohne Yugi. Werden sie nachher rausfinden. Kampfpsycho. Habe ich vergessen, mich auf beschäftigt zu stellen? Ernsthaft? Nö, ich habe ich nicht. Ja. Warum höre ich da das Skype-Geräusch? Ich habe alle Skype-Sounds ausgestellt. Sehr komisch. Naja, egal. So. Es gibt auch einen Grund, wieso ich das gemacht habe. Moment, was habe ich jetzt getan? Achso, nee, sie. Ich glaube nicht, dass sie so doof. Okay. Ich hatte jetzt Angst, sie ist jetzt Erdbeermeier und das würde keinen Sinn ergeben, weil nur ja. Oh, glaub mir, das stört die Gegner meistens nie. Die können wir einfach in die Zukunft sehen. Und kommt das, was ich. Ja. Ganz ehrlich, die können sogar manchmal echt in die Zukunft sehen. Alina ist ein Tank! Na, okay, sie hat. Nicht gegen Yugi. Na, okay, Yugi hat vorher einen Angriffsboost bekommen, das ist fies. Ja. Was mich bei dem Yugi bald stört. Die Sarkenschüssel ist viel zu klein. Das ist ja noch nur eine Yugi unter Anführungszeichen. Ja. Die Last Switch sieht schon anders aus. And her Sake not even Twop. So, Suika, ja, das war klar, wenn eine Yugi da ist, ist eine Suika auch nicht weit. Trinken! Hol. Ja, sicher. Oder ich? Nee, Moment, ist ja Gesteinkampf. Obwohl, da muss man wieder aufpassen, weil Erdbeben ist ja da auf Gestein neutral. Also bleibe ich bei Psychokinese. Ist auch fies. Ja. So, und tschüss. Aber die sind auf einmal mit dem Level ziemlich angestiegen. Ja. Also ist wirklich so 8 und 3. Auf einmal sind so, was? Swimsuit Lunasa. Bisschen Wassertyp. Deswegen habe ich immer Sanae dabei. Egal was ich mache, ich habe immer Sanae dabei. Einfach nur, weil ich auf sowas nie vorbereitet bin. Immer vorbereitet sein will. Naja, Sanae ist bei mir das stärkste Boniker, glaube ich. 51, ja. Da schmeckt ein Shadow Ball. Tui. Das kam etwas zu spät. Oh, sie hat überlebt. Mach eine Barriere. Habe ich jetzt eine Angst. Ich habe Blackwind, das ist speziell. Tschüss. Oh, kein Boost. Wurscht. Eletti. Gestein, Eis. Einfach Feuer drauf. Was ist mit Gestein? Wird das auch ignoriert? Ja. Ich hab das hier immer mit Feuer gedünstet. Die hat Speckschicht. Ja, okay, ich hab's fast immer gewonnen, meistens.
Naja, nicht bei Speckschicht. Doch, auch immer dann. Ich hab's ja wirklich nicht immer gewonnen, hättet. Lett ist das Amagaga von diesem Spiel. Amagaga ist ja auch Eisgestein und wird von jedem fast gekillt. Weil es zwei Vierfachschwächen hat, Stahl und Kampf. Und eine Menge anderer Schwächen. Mann, wie böse.